Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mein Bocopoli-Video für März. Und bevor wir starten, gucken wir nochmal zurück in den Februar und wir schauen mal, was ich gelesen habe. Let's go! Ich bin noch ein wenig angeschlagen, deswegen klinge ich vielleicht zwischenzeitlich noch ein bisschen nasal oder irgendwie komisch. Deswegen tut mir das leid. Und ja, wir gucken jetzt mal in den Februar. Wer vielleicht meinen Lesemonat gesehen hat, weiß, dass der Februar privat für mich kein guter Monat war, weswegen ich auch nicht zu Büchern gegriffen habe. Und das heißt auch, dass Bocopoli leider nicht gut gelaufen ist. Und zwar hatte ich einmal einen Manga und da hatte ich mich für Everyday Escape Band 2 entschieden. Den habe ich tatsächlich gelesen. Den hatte ich gleich am Anfang des Monats gelesen und ja, da habe ich wenigstens eins gelesen. Dann hatte ich ein Buch mit weniger als 300 Seiten. Da habe ich mich für dieses entschieden, das zauberhafte Puppenhaus. Dieses Buch habe ich angefangen, aber dann unterbrochen. Also nicht unterbrochen, ich habe dann einfach aufgehört zu lesen, weil ich keine Lust mehr hatte. Und da bin ich bis Seite 46 gekommen, aber mehr habe ich da leider nicht mehr gelesen. Und ich hoffe, ich werde es jetzt bald nachholen. Und dann hatten wir noch einen Worttitel, da habe ich mich für Aquila von Ursula Poznanski entschieden. Dieses Buch habe ich gar nicht angefangen und auch gar nicht gelesen. Aber wir reden nicht weiter über den Februar, er war katastrophal. Deswegen starten wir jetzt mit einem neuen, hoffentlich erfolgreichen Lesemonat. Und ja, dann würde ich sagen, wir ziehen mal die erste Nummer. Wir nehmen hier raus. Nummer 2. Nummer 2 ist ein Buch mit mehr als 500 Seiten. So, wir haben ein Buch mit mehr als 500 Seiten. Das startet natürlich super, wenn ich die letzten zwei Monate kaum was gelesen habe. Auch gut. Und da habe ich mal in mein Regal geguckt. Ich habe einige dicke Bücher, aber ich habe mich jetzt wirklich für ein Buch entschieden, das ich schon so lange da habe und schon so oft aussortiert habe, wieder in mein Regal sortiert habe, wieder aussortiert habe, wieder einsortiert habe. Und ich weiß nicht, wie oft dieses Spiel so hin und her ging. Und ja, schlussendlich habe ich es jetzt immer noch hier und deswegen werde ich es jetzt hoffentlich lesen, denn ich habe richtig Lust dazu und habe jetzt eigentlich auch einen Grund dazu, danach zu greifen. Und zwar handelt es sich hier um dieses Buch hier von Mats Strandberg, Die Überfahrt. Und ja, das hier hat, ich guck mal, wie viele Seiten es insgesamt hat. Es hat genau 503 Seiten, also bin ich über der 500-Marke-Grenze, wie auch immer. Und ja, das ist eben ein Thriller und ich lese euch mal vor, um was es dort geht. Und zwar steht hier drauf, die Passagiere an Bord der schwedischen Ostseefähre Baltic Charisma wollen vor allem eins, sich amüsieren und zwar um jeden Preis. Ob sie nach der Liebe ihres Lebens suchen oder vor den Dämonen ihres Alltags fliehen, die Nacht ist lang und der Alkohol fließt reichlich. In dem ganzen Trubel bleiben die beiden dunklen Gestalten unbemerkt, die sich übers Autodeck an Bord schleichen, eine Mutter und ihr Kind. Mit ihnen betritt ein uraltes Grauen das Schiff und es wird zur tödlichen Falle. Klingt richtig gut. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob es dann so ein bisschen so in diese Horrorrichtung geht. Also mal schauen. Ich lasse mich überraschen und hoffe, dass ich endlich danach greifen werde, weil es klingt wirklich so, so gut. Dann ziehen wir mal. Keine Ahnung. Wir haben hier die Nummer 12 und Nummer 12 ist ein Buch aus der Liste 12 Books in 12 Months. Dann kommen wir zum nächsten Buch und zwar ein Buch von meiner 12 Books for 12 Months Liste. Und da habe ich mich für dieses Buch hier entschieden und zwar We Are the Wildcats von Sihoban Vivian. Und ja, das ist ein Jugendbuch und hier geht es um eine Geschichte von Zusammenhalt, Teamgeist und Freundschaft.
Und hier steht drauf, ein gnadenloser Coach, 6 Mädchen unter Druck, 24 Stunden für eine Entscheidung. Dann werden ja alle Namen aufgezählt, die lese ich euch jetzt nicht vor. Die Mädchen sind voller Vorfreude, denn vor ihrem ersten Hockeyspiel der Saison findet eine Übernachtungsparty statt, um den Teamgeist zu stärken. Doch die Ansprache des Coach an diesem Abend ist niederschmetternd, erregt Zweifel, dass die Wildcats bereit sind für das anstehende Spiel. Die Mädchen haben bis zum nächsten Morgen Zeit, das Gegenteil zu beweisen. Es folgt eine abenteuerliche Nacht voller Mutproben und Enthüllungen, an deren Ende die Mädchen erkennen, es ist an der Zeit, sich zur Wehr zu setzen und füreinander einzustehen. Ja, klingt auf jeden Fall richtig gut. Ist jetzt auch nicht so dick und es ist auch teilweise aufgelockert durch Chatnachrichten und sowas. Und jetzt finde ich natürlich keine, aber ich habe es auf jeden Fall zwischendurch gesehen und... Ja, dieses Buch ist jetzt zwar noch nicht so lange bei mir, aber ich habe da jetzt so Lust drauf, deswegen habe ich mich für dieses entschieden. Dann nehme ich, keine Ahnung, ist hier noch was? Ja. Nummer 19. Nummer 19 ist ein Wunschbuch. Und dann haben wir noch ein Wunschbuch, das hatte ich tatsächlich frisch reingenommen und dann habe ich es halt gleich gezogen, das war nicht mein Plan, aber ich habe mich natürlich gefreut und dachte mir, endlich, ich probiere es und nehme auf jeden Fall ein Buch von der Rache des Sub. Und zwar habe ich mich für dieses Buch hier entschieden von Disney, Dangerous Secrets, Iduna und Agner, die wahre Geschichte, ist vor allem auch so ein fettes Buch. Da habe ich mir natürlich mal wieder sehr, sehr schön was rausgesucht hier. Und hier geht es eben um die Geschichte von Iduna und Agner. Das sind die Eltern von Anna und Elsa, von der Eiskönigin. Und wie sie sich eben kennengelernt haben und wie ihr Leben damals verlief. Und ja, ich habe diese Dangerous Secrets Reihe schon so lange, beziehungsweise was heißt so lange, schon über ein Jahr. Die sind letztes Jahr, also sind bis jetzt 4 Bände erschienen. Es kommt jetzt auch bald der 5. Band. Und das ist eben der erste Band der Reihe. Das sind eben nochmal so Nebengeschichten zu den Filmen. Und ich will die schon so lange lesen und ich habe immer noch nicht danach gegriffen. Deswegen, jetzt wird es in Angriff genommen. Ich hoffe, ich fange es wenigstens an. Und ja, freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe da so, so Lust drauf. Und ja, das sind die 3 Bücher, die ich mir für März ausgesucht habe. Sie sind einfach alle blau. Das ist blau, das ist blau. Das ist auch blau, ist mir jetzt aufgefallen, aber dann ist es eben ein Monat mit der Farbe blau. Und ja, ich bin gespannt, ob ich es jetzt schaffen werde. Ich möchte jetzt eigentlich mir im März wieder viel Zeit zum Lesen nehmen und freue mich eigentlich auch drauf und hoffe, dass ich das diesmal in Angriff nehme. Wir müssen ja Bukopoli endlich mal schaffen, aber ich mache das ja auch für mich als Freude und nicht um gezwungen zu werden, aber... Ich gebe mein Bestes, ich versuch's und hoffe, ich kann euch am Ende des Monats ein was Besseres zeigen, als dass ich nichts gelesen habe. Und ja, das war mein Bukopoli-Video für März und ich bin gespannt, was ich lesen werde. Und wir sehen uns hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt Tschüss!